Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu den Edge, unseren Cyberpunks in Stellaris, mit unserer dystopischen Landschaft hier, ich sag's mal so. Wir haben erstmal jetzt eine gewisse Zeit lang Frieden mit diesem Verein, allerdings ist das zeitlich überschaubar. Es wird nicht so lange dauern. In 7 Jahren geht es schon wieder los, Leute, ich sag's euch. Und wir haben einige Planeten zu besiedeln an der Stelle, aber wir haben ja auch schon mit einigen angefangen. Ich bin froh, dass wir jetzt gerade eben richtig schön Energy Credits machen. Das hat uns schon mal sehr, sehr geholfen. Aus dieser anfänglichen Misere haben wir dann doch etwas Brauchbares gezogen, würde ich momentan mal behaupten. Wir müssen aber noch mehr machen. Wir müssen ganz, ganz klar noch mehr machen. Momentan habe ich das jetzt in der Fabrikwelt deklariert, aber ich brauche eigentlich noch mehr Bergbau. Wo wir gerade eben dabei sind, mehr Bergbau zu haben. Genau, ich brauche dringend die Roboter, weil die Roboter arbeiten schließlich auch ganz, ganz effizient im Bergbaubereich. Da wollen wir rein, auf jeden Fall. Falls ihr übrigens euch fragt, sag mal Leute, wir gucken uns das gleich übrigens auch gleich an. Wie sieht es eigentlich aus mit dem anderen Let's Play? Kann ich euch momentan nicht sagen. Ich habe mich noch nicht getraut. Das ist jetzt noch alles hier, bevor ich das jetzt hier aufnehme. Entschuldigung, bevor das hier alles live geht, ist das alles hier noch Preview-Version. Ich weiß nicht, weil ich mich nicht traue, mit einer Preview-Version, die noch nicht hundertprozentig stabil sein könnte, einen Spielstand zu laden, der ein Iron Man-Spielstand ist, von einer älteren Version, die möglicherweise überhaupt nicht kompatibel ist. Ich werde es demnächst mal testen, sobald das hier released ist. Nicht wundern, wenn der andere Kram mit der Rückzahlung vielleicht endet. Dann war es nicht kompatibel. Wie gesagt, wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Egal. Wir konnten die Bergbaumaschine aufhalten, bevor sie zerstört wurde. Es handelt sich um ein bemerkenswertes Stück von Maschinenbaukunst und ihre Oberfläche ist komplett mit Diamanten bedeckt. Auf den ersten Blick scheint der gesamte Bohrer aus einem Stück zu sein, aber die Maschine ist einfach derart gut konstruiert, dass man keine Fugen und Gelenke erkennen kann. Unsere Ingenieuren wird die partielle Rückentwicklung dieser Technologie gelingen. Na also, das ist gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. So, Gott, oh Gott, wie viele. Man sieht hier übrigens auch die Stufe hier vom entsprechenden, wie heißt es, vom entsprechenden Sektor-Dude. Apropos, wie sieht's eigentlich hier aus? Wir sind bald schon dabei, das jetzt hier machen zu können. Nice. Das würde immer noch überraschend viel kosten. Colonization in progress. Wie lange... Oh, die haben auch bald wieder Level-Ups. Ich glaube, so langsam aber sicher geht es mit den Level-Ups hier ein bisschen flotter. Du bist auch schon 77, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Es geht auf jeden Fall schon mal ein bisschen flotter, was das angeht. Ich habe ein bisschen Angst, dass unser Anführer zu früh stirbt. Das würde mich sehr stören. Sehr. Will ich schon jetzt hier auf die Droidenarbeiter gehen? Da können die immerhin Spezialistenarbeiten machen. Ja, komm, da gehen wir voll rein. Wir investieren. Was habe ich eigentlich für Einstellungen gegenüber denen? Sklaverei ist gestattet. Roboterarbeiter sind erlaubt. Ja gut, ich meine, Sklaverei, dass sie bei uns gestattet ist. Ich weiß nicht. Würde unsere Gesellschaft... Also, ich glaube, wir sind zwar autoritär, aber ich glaube, wir würden so tun, als ob das keine Sklaverei wäre. Ich glaube, das würde in dieser Gesellschaft so sein, dass man so tut, als ob es keine Sklaverei gibt. Aber warten wir mal ab. Wir können ja immer noch den Maschinen sozusagen dann später ein entsprechendes Recht zugestehen. Haben wir eigentlich schon die Maschinen? Nein, wir haben noch keine Maschinen, wie wir es hier gerade eben sehen können, aber wir haben noch keine Sklaven. Complete. So, hier sind unsere Besitztümer am Start. Also wir haben jetzt echt zwei Vasallen, ne? Die haben sich echt von uns vasallisieren lassen. Das ist eine absolut absurde Situation, die hier eingetreten ist. Wir müssen sie früher oder später einfach nur versuchen zu unterjochen oder sowas in der Art und Weise. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Bestrebungen hier, die Planeten zu besiedeln? Ich möchte diese jetzt weiter vorantreiben, diese welche. Dann machen wir da noch einen Planeten hin. Dann machen wir
Na, hier sind es noch 75%. Ne, komm, wir nehmen mal die da. Bewohnbarkeit, Ingenieursforschung, Einigkeit, Mineralien von Jobs. Ne, das lohnt sich ja nicht wirklich, mit Mineralien von Jobs zu kommen. Aquatische Lysoiden. Moment! Das ist eine wilde Kombination, auf die bin ich selber auch noch nicht gekommen. Aquatische Lithoiden. Ja, wir sind halt so Treibgut, ne? Okay, ihr habt gewonnen. Ihr seid die unterhaltsamste Rasse, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und die einfach mal so vom Spiel ausgespuckt wurde. Finde ich echt schön und großartig. So, hier fehlt immer noch Material. Wir müssen natürlich immer noch jetzt hier unsere Flottille weiter aufbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele davon eigentlich gerade eben gebaut werden. Wir sehen ja auch schon, dass unsere Legierungsproduktion, sie könnte geiler sein. Könnte, ist es aber nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt das hier dann doch wieder ändern möchte. Weil dieser Planet... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Wir ersetzen das hier und machen jetzt hier stattdessen Wirtschaftszonen rein. Das hier soll die neue Aufgabe sein. Wirtschaftszonen hier. Und die werden wir dann sukzessive jetzt einfach mal umbauen. Wäre jetzt so mein Wunsch. Das hier ist momentan offiziell eine Fabrikwelt. Ich will aber eigentlich eher... dass das jetzt hier eine Legierungswelt wird, weil diese Legierungen können wir eher brauchen. Mehr oder weniger. Die Arbeiten an der Gießerei auf Osagamum sind fast abgeschlossen, doch es gibt noch immer Stellen, an denen wir den ursprünglichen Produktionsablauf und die Arbeiten verbessern können. Es wird geschätzt, dass wir die Produktion der Legierungen steigern können, wenn wir die Mengen der eingesetzten Mineralien erhöhen. Ja, aber welche Mineralien? Ja, tu das einfach. Do it. Ich weiß gar nicht, was hier eigentlich passiert. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Event übernommen, von dem ich nichts weiß. Ich habe Fragen, euer Ehren. Ne, komm, wir machen das jetzt zu einer Gießereiwelt. Statt, dass ich das jetzt irgendwie anders blöd mache oder sowas in der Art und Weise. Die wollen in die Gießerei, dann kriegen sie in die Gießerei. Punkt. Ach so, und dann machen wir jetzt noch das da, sobald ich genügend Zeug habe. Wo wir gerade dabei sind, genügend Zeug zu haben, ich werde jetzt mal hier das hier ausgeben. So, zack, die Buff-Fallera. Und ansonsten geht es jetzt hier weiter. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir jetzt die Wirtschaft hochpushen, ne? Ich glaube, dass wir die fanatischen Säuberer weitgehend in den Griff bekommen haben. Aber... die Frage ist, ob wir sie genug in den Griff bekommen haben. Das ist die entscheidende Frage. Und sie müssen halt auf jeden Fall auch weg. Mittelfristig. Was kommt hier noch rein? Ja, eine Nebelraffinerie. Oh, wie geil. Könnte ich hier noch mehr Nebelraffinerie machen? Nein. Oh, ohne Witz. Ist das alles, was hier geht? Nebeltechnisch? Du bist der einzige Ort, der Nebel hat? Oh, wie bitter. Wie bitter. Ich muss mal gerade mal gucken, ob irgendwo noch ein Nebel ist. Naja, ein Nebel ist besser als keiner. Naja, wir haben ihn. Ne? Das ist das, was entscheidend ist an der Stelle. Wir haben diesen ollen Nebel. Die können auch als einzige hier leben. Ja gut, dann machen wir unsere dystopische Gesellschaft halt auch dahin. Das ist mir total egal. Wir bleiben dystopisch. So, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich hier überhaupt noch die Verteidigungsanlagen brauche. Council Agenda ready. Oh, nice. Jetzt können wir dafür sorgen, dass unsere Schiffe... Na, wobei, das wollte ich eigentlich aufheben für den Krieg, ne? Das könnte ich für den Krieg aufheben. Aber das Ding wird laufen noch währenddessen. Also noch ein paar Jährchen laufen. Gucken wir mal, was wir die nächste Agenda machen können. Hey, wir können noch mal einen weiteren Ratsmitgliedsplatz freischalten. Dann haben wir alle Ratsmitgliedsplätze freigeschaltet. Freue ich mich jetzt schon drauf. Find ich gut. Sogar äußerst gut. Ich bin nur mal überlegen, was ich mit euch hier machen soll. Ich weiß es einfach nicht. Es kommt mir so komisch vor, was ich mit euch, ja. Also überhaupt, wie bin ich zu euch gekommen? Sie sind mir irgendwie zugelaufen, ich weiß.
Was mache ich eigentlich noch mit diesem Planeten hier? Ah, da kommt wieder etwas rein, was wir uns anschauen sollten. Einen weiteren Traditionsfortschritt. Baugeschwindigkeit und Kosten für Schiffe reduzieren. Ja, komm, hau rein. Wir haben jetzt gleich das dritte hier durch. Dann können wir nochmal die Befehlslimit und Erfahrungszugewinn für Admiräle verbessern. Alles Dinge, die mir sehr, sehr gut zusagen. Wer es findet, darf es behalten. Na cool, wir haben da etwas, etwas Verschlüsseltes gefunden. Jetzt, wo ich das hier umgebaut habe, genau, die müssen sich jetzt erstmal hier degradieren lassen. Und dann gucken wir mal weiter. Das hier wollte ich ja auch noch umbauen. Eine Polizeiwache fehlt hier, fällt mir gerade eben auf. Ja, komm, wir machen hier eine Polizeiwache rein. Ganz klar. Die können wir auch gebrauchen. So, also... Dafür, dass es so scheiße am Anfang lief, Entschuldigung für das Kraftwerk, dafür läuft es jetzt wiederum eigentlich ganz genehm. Was sind die denn eigentlich noch? Die haben eine heldenhafte Vergangenheit. Die feiern offensichtlich die Tatsache, dass sie in der Vergangenheit schon quasi alle Spezies auf ihrem Planeten ausgelöscht haben. Was seid ihr eigentlich hier? Empathische Asketen. So, die große Eröffnung, es ist vollbracht. Die Gießerei auf Osagamum ist voll funktionsfähig. Vielleicht nicht ganz so, wie es von den Baubauern geplant war, doch sie ist immer noch ein schöner Anblick und produziert effiziente Legierungen. Nun müssen wir nur noch die Früchte unserer Entschlossenheit und unseres Einfallsreichtums ernten. Sehr positive Medienberichterstattung hinzugefügt. Zufriedenheit plus 25%, entfernt unterirdischer Bergbaukomplex, sorgt dafür, dass wir Gießereibediener je 25 Bewohner bekommen? Oh, ich habe eine verdammt gute Entscheidung getroffen. wir brauchen Roboter hier. Viele Roboter. Das ist eine interessante Entwicklung. Eine äußerst interessante Entwicklung. Ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt hier tatsächlich mal umbauen möchte. Wir können eigentlich beides brauchen. Ein Einigkeitszentrum als auch ein Wissenschaftszentrum hier. Ich habe mich noch nicht entschieden. Was produziert ihr hier eigentlich mehr? Ihr produziert beides ganz gut. Ihr macht hier nur das. Okay. Ich frag gar nicht erst. ich würde jetzt auch nochmal das hier so rüber ersetzen. Umgebaut ist das ja alles später ohne Probleme, ne? Colonization in progress. So, machen wir nochmal so. Also die bauen wir einfach jetzt hier so Stück für Stück um. Wir kolonisieren das jetzt hier alles. Das ist alles ganz toll. Das gefällt mir auch so. Habe ich die jetzt hier überhaupt schon auf den Weg geschickt? I'm not sure. Egal. So, wir haben jetzt hier wieder die Möglichkeit, hier unsere Flottille zu verbessern. Beziehungsweise aufzubauen. Und auch mal ein bisschen was Ziviles hier zu tun. So, jetzt haben wir schon... Oh, jetzt haben wir den Ionendisruptor. Jetzt fängt der Spaß so richtig an. Denn ich weiß jetzt schon, wo ich hinein investiere. Kapazitätssubventionen. Yes, please. Dann wollen wir unsere Schiffsdesigns nochmal überarbeiten. Niemand braucht irgendetwas anderes, wenn er das hier hat, Freunde. Zack, zack. Ihr seid hier auf Schwarm eingestellt. Das finde ich in Ordnung. Der Zerstörer hier. Ich habe keine Ahnung, was der für ein Problem hat. Der kommt weg. Der hier ist sinnvoller eingestellt in meinen Augen. Der ist als Vorposten eingestellt. Das können wir auch lassen. Wobei, ganz im Ernst, wie nahe könnt ihr schießen? 50? 30 Vorposten, dann sind die halt schon sehr nah vorne dran. Aber das macht eigentlich dann mehr Sinn in meinen Augen. Die werden allerdings gerade eben gebaut und deswegen müssen wir das gerade eben mal zurückhalten. Was haben wir eigentlich hier? Oh, was ist das? Von einem privaten Sammler bekommen wir ein weiteres Artefakt. Ja, gerne doch. Und es ist ein Skandal. Ist doch mir egal, ob die Meinung dadurch jetzt hier runtergeht. Das minus 150, das ist aber schon krass. Ach, das wird sich schon tief entspannen hier. Das ist schließlich unser Vasall. Also was soll da schon großartig passieren, ich sag's euch.
Der kolonisiert es auch da. Ah, okay, wir haben alle. Dann haben wir jetzt alle Planeten in unserem aktuellen Einzugsbereich unter Kontrolle. Hier werden auch noch Schiffe gebaut, wie ich gerade eben sehe. Okay. Ja, ich habe jetzt halt zwei Orte, wo Schiffe gebaut werden, obwohl ich das hier eigentlich nicht mehr unbedingt brauche. Ich glaube, dass ich das jetzt hier einfach mal umbauen werde zu einem Ankerplatz und dann werden wir das Ding später nochmal evaluieren, ob wir es so noch brauchen. Wir kommen jetzt wieder auf den Punkt, dass ich jetzt hier dann doch den Kollegen hier so umbaue, wie ursprünglich geplant. So, speichern. Und dann gehen wir jetzt mal ran und sagen allen Schiffen schön auf den neuesten Stand der Technik finden. LOL. Ach so, wir haben da was übernommen. Was zur Hölle? Nee, bitte machen Sie diesen Job. Abreißen, 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 abreißen und abreißen. Ja, wir haben da so einen Planeten übernommen. Ich glaube, daraus mache ich jetzt auch erstmal... Was ist das? Was? Kolonie? Bringt mir Stabilität, Dienstleistung, Zufriedenheit. Auf jeden Fall erstmal Kolonie. Guck mal, jetzt schon mal 84%. Tja, Problem gelöst fürs Erste. Problem gelöst. Was ist hier los? Hier sind es immer noch zwei, die sich... Ja, ich muss es beobachten, ne? So Stück für Stück. Dass sie diese Jobs so nach und nach jetzt hier annehmen. Ich könnte natürlich jetzt auch ganz keck hergehen. Und hier nochmal ein Forschungslabor hinmachen. Genau, das machen wir mal. Und was ist hier? Hier kann ich jetzt endlich die Roboterarbeiter machen, die ich mir so sehr zum Geburtstag gewünscht habe. Gut. Oh, wir haben wieder ein Level-Up. Wieder Yunak Woon hat wieder ein Level-Up. Oh, da geht nur ein Level. Warum auch? Nee, ein neuer Level geht nur noch. Ingenieursschwerpunkt. Forschungsgeschwindigkeit Ingenieurwesen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier nur einen zur Auswahl habe. Aber wir haben es zu akzeptieren, wie mir scheint. Construction complete. Frizz oder Stirp. So. Ihr fliegt jetzt ja immer noch zurück. Ich wünschte, ich könnte die hier so ein bisschen trainieren. Was ist mit dem hier? Da sind immer noch vier Jobs frei. Ich mag diese Ausgangslage hier nicht. Ich mag die ganz und gar nicht. Ne, wir ersetzen das jetzt hier auch nochmal durch eine Stadt. Ein Stadtdistrikt. Ich habe mich noch nicht entschieden, was das hier werden soll. Ich mache jetzt hier erstmal einfach mal eine urbane Welt. Fürs Erste, ne? Und dann muss ich woanders noch dafür sorgen, dass ich noch mehr Jobs dieser Art mache. Okay, wir machen noch mehr Ressourcen aus Jobs. Das durfte das Problem ein bisschen lösen. Fraktionseinigkeit, nochmal 10% mehr. Die geheime Weltraumeinrichtung. Jawoll. Technology secured. Da kommen noch mehr Text. Ich mache es mal die Text. Kapazitätssubventionen sind nun da. Und als nächstes würde ich mal... Die Erkundungsgeschwindigkeit ist völlig hinfällig. Eine Chemieanlage. Und wir haben jetzt hier die Droidenarbeiter. Oh, Sternenfestung. Hallo. Der Kreuzerwerber auch nicht schlecht. Sind wir mal ehrlich. Das ist jetzt eine richtig schwere Wahl. Ach komm, wir machen erstmal, dass wir schneller forschen können. Das bringt uns noch mehr. So, Tupra Inik. Unser Admiral hat einen Level-Up. Bis jetzt hat er ja mehr Waffenschaden, Schiffe und Konsumgüter. Jetzt können wir noch den Abreißer machen. Schaden gegen Sternbasen. Oh, Veteranenanführerschaft. Für jedes zerstörte feindliche Schiff plus 6 Energie. Feindliches Reich. Oh, ach, wir rauben dann denen Energie. Nee, aber ich mach das halt. Ich mach den Abreißer. Das sind ja mal geile Perks. Ich feier das. Also ihr wisst das schon längst, bis das hier kommt, ne? Das habe ich garantiert schon im Stream verraten. Aber ich feier das, dass man das machen kann. Das ist ja mal großartig. So, jetzt haben wir hier noch mehr Forschung drin. Ich werde jetzt nochmal einen von denen hier Richtung Bergbau umbauen. Was ist mit diesem Einigkeitszentrum? Dieser Planet, warte mal. Die haben nicht mal großartig Kriminalität. Okay, die haben aber auch wenig Pops, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ich würde deswegen jetzt hier nochmal ein weiteres Verwaltungszentrum oben drauf setzen. Das wäre mir äußerst lieb. So, sind wir schon bei 56. Wie weit seid ihr jetzt eigentlich? Ihr werdet gerade eben umgebaut. Ich habe das Gefühl, ihr werdet nicht umgebaut. Ich habe das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Kann es sein, dass mir irgendeine Ressource fehlt? Wahrscheinlich fehlt mir eine Ressource für die Waffensysteme. Richtig? Ja, natürlich. Ja. Dann hat sich das in diesem Moment erledigt, bis ich diese Dinger habe. Kann ich die schon bauen? Nee, die kann ich noch nicht bauen. Ich habe noch keine kristallinen irgendwas. Ich brauche einen Planeten. Sowas wie den hier, den ich jetzt hier zu einem Gasraffinerie-Planeten machen kann. Das hier wird, der hat sowieso keine besonders guten Eigenschaften. Der muss ein Raffinerie-Planet werden. Den designiere ich schon mal dafür. Und wir schließen jetzt das hier ab. Sehr gut. Gut. Nihilistische Annahme, galaktische Macht. Ich weiß es nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Ich denke, gemeinsames Schicksal wäre interessant. Technologischer Aufstieg. Interstellare Herrschaft. Galaktische Macht. Nihilistische Annahme. Nee. Kriegsfürst. Galaktische Macht. So. Es muss sich halt bloß zu dieser galaktischen Macht halt noch werden. Ne? Das ist halt das Ding. Jetzt machen wir... Where does this come from? Das ist äußerst kurios. Das ist sehr, sehr viel Bullshit, der hier gerade eben passiert. Ich scheine da gerade eben eine ganze Menge mehr Probleme damit verursacht zu haben, als ich erwartet habe. Ich baue jetzt mal die beiden Dinger da rein. Halt! Das ist eine Fabrikwelt. Warum ist das da drin? Das ist völlig falsch hier. Das ist völlig falsch hier, Leute. Erstmal die Zivilindustrie, genau. Dann ist das jetzt auch korrekt so. Erstmal, wie gesagt, ich bin immer noch dabei, dieses ganze Kauderwelsch in Ordnung zu bringen, das hier passiert ist. Alles zu seiner Zeit. Mehr Anführer brauchen wir gerade eben noch nicht. Was machen wir hier noch mit rein? Ich könnte hier noch mehr Nahrung mit reinmachen. Ganz im Ernst, das bringt uns gerade eben mehr als alles andere. So. Die Leute sind zwar bettelarm, aber sie sollen nicht verhungern. Ich werde jetzt auch diese drei Dinger hier rüber karren. Zum Bergbaudistrikt, dass das jetzt eine Bergbauwelt wird. So, wir produzieren derweil jetzt Androide. Und ich muss jetzt gucken, dass ich demnächst halt, wie gesagt, die seltenen Kristalle abbaue. Das wird nämlich ansonsten auf Dauer ein bisschen ein Ärgernis. Was auch ein Ärgernis ist, ist, dass ich diese Schiffe nicht upgraden kann. Ne? Ich würde sie sehr, sehr gerne upgraden, aber ich kann es nicht. Construction complete. Im schlimmsten Falle muss ich das Ganze wieder zurückdrehen. Construction complete. Wie lange dauern denn die Techs noch? Gott, ich finde mich nicht zurecht. Ja, also das hier ist gleich fertig. Dann haben wir jetzt immer gleich die Chemieanlage. Das ist ja schon mal was wert. Aber die Chemieanlage ist nicht das, was ich unbedingt brauche. Ich will noch mehr Forschungsalternativen. Ich meine, dass die seltenen Kristalle hier mit drin sind normalerweise. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du machst natürlich hier auch eine Kolonie daraus. Machen wir noch das da mit rein. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich mache eine Polizeiwache rein. Hä, was haben die denn für ein Problem? Ach so, schon wieder derselbe Kack. Das ist... Ey, ohne Witz. Ist doch einfach nur fragwürdig.
Was wollen wir denn noch machen? Ich habe diesen Wissensspeicher, ich kann ihn aber anscheinend wirklich nur ein einziges Mal haben, ne? Ich scheine ihn nur ein einziges Mal besitzen zu können. Ich könnte das Energienetz jetzt hier noch machen. Gott, ist das ein Kraut- und Rübenplanet, aber irgendwie finde ich, das passt zu einer Cyberpunk-Welt. Council Agenda available. So, was haben wir denn jetzt für eine Council Agenda? Kartierung des Unbekannten, nein, progressives Wachstum, sich entwickelnde Gesellschaft, unendliche Möglichkeiten, unüberwindbare Grenze, Verbesserung von Sternbasen, bla, nee, das können wir sein lassen. Das können wir alles ausgrenzen. Geradezu dissen. Ich werde jetzt hier auch mal die Dinger hier wegmachen. Das nervt so ein bisschen, dass es mir hier die ganze Zeit angezeigt wird. Hier kann ich übrigens nochmal ein weiteres Gebäude bauen. Bei den kleinen Wutzen hier. Eine außerweltliche Gießerei würde sie aber äußerst unglücklich machen, wie man sieht. Ein Emporium. Lehnsherrenhändler übertragen Energy Credits vom Untertanen an den Lehnsherren im Tausch für Dienstleistungen. Kommt mir sehr, sehr komisch vor. Ne, wisst ihr was wir machen? Ich will noch mehr Einfluss haben. Genau. Ein Ministerium für Wahrheit, dass wir die größte Gesellschaft dieses Universums sind. So, der nächste Planet ist besiedelt. Das bedeutet, dass wir nochmal ein bisschen was hier tun können. Das ist eine Kolonie. Endlich haben wir das da. Please. Oh, don't. Ah, es ist ärgerlich. Nee, das hilft mir nicht wirklich weiter. Wir machen den Nachbrenner, der geht schnell. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich die Flotten dann doch nochmal wieder umdesignieren muss. Es geht nicht anders. Aber warte mal, doch, ich kann Autokanonen reinnehmen stattdessen. Ich nehme jetzt hier zwei Autokanonen und den blauen Laser. Das wäre dann jetzt hier einfach mal so meine Zwischenlösung für dieses Problemchen. Ja komm, dann kannst du hier nochmal eine Rakete mit reinnehmen, was soll's. Was soll's. Besser, als dass wir mit Holz schießen. Ich musste jetzt irgendwas reimen. Das hat sich innerlich so aufgestaut, das musste raus. So. Guck mal, wie es jetzt hier hochgeht, das ist sehr gut. So, noch mehr Fraktionszueinigkeit. Mehr Bauplätze für Le Planet. Nee, wir machen erstmal Wachstumsgeschwindigkeit für die Pops. Das hilft uns auch sehr weiter. Hier haben wir 5 Jobs frei. Hier 2. Da haben wir nochmal einen weiteren Industriedistrikt gemacht. Ich werde es deswegen jetzt erstmal das hier abreißen, dass die hier in diesen Jobs hier arbeiten. So. Das ist mir super wichtig. Vessels upgraded. Die Wissenschaftsnummer machen wir woanders noch. Woanders noch und effizienter. So, die Schiffe sind abgegradet. Jetzt können wir hier die Flotte auf volle Stärke bringen und uns jetzt hier drauf einigen, dass wir die jetzt hier fertig machen werden in der nächsten Folge, Leute. Das ist der Deal. Die politische Grenze. Sowohl etablierte Fraktionen als auch die jungen Bewegungen haben ein ungewöhnliches, starkes Interesse in unserer neuen Kolonie Glyderum Prime gezeigt. Von dem Moment an, an dem wir die Besiedlung des Planeten angekündigten, hatte fast jede politische Stimme in Edge etwas zu sagen. Unsere Analysten gehen nicht davon aus, dass sich eine wirklich radikale Fraktion auf Glyderum Prime etablieren wird, aber sie raten dennoch zur Vorsicht. Wir können das nicht zulassen, dass da was Radikales passiert. Das geht nicht. So, wir haben jetzt den Nachbrenner. Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. So, du kannst jetzt hier auch geuppt werden. So, dala. Und demnächst hat sie hier nochmal ein Level-Up. Boah, jetzt schon 85. Ich habe ein bisschen Angst, dass die sterben. Ey, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß halt nicht, was dann passiert, ne? Also ich hätte schon ganz, ganz gerne diese Storyline erlebt. Ich meine, ich habe extra dafür gesorgt, dass sie ein bisschen länger leben. Ich sollte vielleicht auch noch mehr Technologien in diese Richtung wählen. Was machen wir denn hier noch? Das da. Bis ich was Besseres weiß.
Okay, also es ist schon der Wahnsinn, was wir jetzt hier alles haben. Ich habe mich noch nicht bei allen Planeten entschieden, was wir machen. Ich glaube, das hier, nee, das ist eigentlich ein relativ guter Planet für irgendwas. Boah, das ist eine Me. Warum ist das eine Generatorwelt? Das ist doch dumm. Das hier wird eine Agrarwelt. Raffineriewelt, ja, kann man machen. Ansonsten, was raffinerieren die hier denn sonst so? Ich mache nochmal eine Chemieanlage da jetzt rein. Das ist das da, genau, das soll so sein. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Tech-Welt, eine Wissenschaftswelt. Die will ich auch so haben. Also wir fangen jetzt mal an, die Sachen sinnvoll umzubauen. So, Tech-Welt für Forschung und so weiter und so fort. Das hier weiß ich noch nicht, ob ich das so lasse. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde hier radikal auf Wissenschaft gehen. So, aber wir sind schon wieder über die Zeit, Freunde. Ich bedanke mich also bei euch für eure Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, ihnen den Todesstoß zu versetzen. Mal schauen, ob es klappt. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und Ade.